Irgendwann haben wir uns dann alle doch noch gefunden und fahren in unangenehmer Stille gemeinsam mit dem Bus. Ich krame verzweifelt in meinem Kopf nach etwas, über das wir sprechen können, aber mir fällt nichts mehr ein. Unser aller Lieblingsthema, Lästern über Elwood, ist doch ziemlich schnell wieder im Sande verlaufen. Du kennst dich also da aus? Sage ich an Jeffrey gewandt, der mit dem Kopf an die Scheibe gelehnt zu dösen scheint. Sein Blick wirkt distanziert. Ich ziehe die Augenbrauen zusammen. Egal, vergiss es. Nie kein zweiter, mischt Karak sich ein. Das Tierheim ist quasi sein zweites Zuhause. Jeffrey kann auch erdolchende Blicke, ohne die Augen geöffnet zu haben. Meine Bewunderung für ihn steigt. Der Bus rattert über Schlaglöcher, ich unterdrücke ein Stöhnen. Es gibt kaum etwas so Widerwärtiges wie Busse. Als wir endlich in der Stadt ankommen, wirkt Mia fasziniert, Karak unbehaglich, Jeff verschlafen und Will, haben wir den im Bus vergessen? Ah nein, er bindet sich nur die Schnürsenkel seiner Wanderstiefel. Gut, gut, versuche ich erneut, das Schweigen zu unterbrechen. Wo genau geht es denn lang? Jeffrey stapft wortlos los und Karak folgt ihm grinsend, dreht sich dann aber zu uns um und deutet uns an, ihm zu folgen. Eigentlich ist er gar nicht so ein Böser, er muss nur sein Image aufrechterhalten. Jeffrey dreht sich zu ihm um, sein Blick spricht Bände. Karak verkneift sich ein Grinsen. Pass auf, was du sagst, Katze. Karak wirkt nur amüsiert. Ich habe ihm seine Freundin ausgespannt, dann hatte er erst was gegen mich, aber jetzt sind wir Bros. Jeffrey scheint sich kaum merklich zu verspannen, während Karak lacht. Ich ziehe die Augenbrauen hoch und bin nicht ganz sicher, ob ich sie seltsam oder sympathisch finde. Das Tierheim ist ein beiges, flaches Gebäude, das schon bessere Tage gesehen hat. Wir folgen den Schildern, die zur Rezeption führen, einem nahezu fensterlosen Raum, der durch einen Vorhang aus angelaufenen Plastikperlen vom Flur abgetrennt wird. An einer Pinnwand lehnt ein junger Mann, vielleicht 18 Jahre, und nimmt leise pfeifend alte Zettel von der Wand. Vermisstenanzeigen für Hunde und Katzen aller Farben und Arten. Na, sieh mal an. Er dreht sich freundlich lächelnd zu uns um, spricht aber an Jeffrey gewandt. Du musst ja mächtig Sehnsucht nach uns haben, so oft wie du hier aufkreuzt. Jeffrey kneift die Augen zusammen und stöhnt leise. Hab immerhin die verdammt besten Wochen meines Lebens hier verbracht, sagt er triefend vor Ironie und an uns gewandt. Das ist Jackson. Jackson aus Jackson Hole. Auszubildender und einer der wenigen Mitarbeiter hier im Tierheim. Er scheint sich nicht zum ersten Mal darüber lustig zu machen. Jackson grinst. Karak runzelt die Stirn. Immerhin haben wir überhaupt noch Leute bei den vielen Wegzügen, die wir momentan haben. Er zuckt mit den Schultern. Da wird man auch schnell als Minderjähriger vollwertiger Mitarbeiter. Kontrollieren tut's eh keiner. Und irgendwer muss ja auf die ganzen Problemfälle wie den da aufpassen, wenn sie hier zu Sozialstunden verdonnert werden. Ich habe keine Sozialstunden hier gemacht. Es war ein verdammtes Schulpraktikum und ich wurde gezwungen, das zu machen, weil meine Schulleiterin mich hasst. Und das weißt du ganz genau, Jax. Nur Jeffrey. Jackson feigst. Sozialstunden, sag ich ja. Will und Mia stehen hinter mir, beide scheinbar unbehaglich. Wie kann ich dir helfen? Der Junge sieht zu Jeffrey, der jetzt mehr resigniert als müde wirkt, und Karak winkt, die Sache zu erklären. Der sieht zu uns, scheinbar wie um zu sagen, das ist euer Auftrag, ich bin nur hier, weil... und bemerkt dann auch, dass es keinen wirklichen Grund hat, dass er da ist. Wir stehen einige Sekunden in unbehaglichem Schweigen, dann tritt Will vor. Meine Mutter, er macht eine bedeutungsschwere Pause, wünscht sich schon seit langem eine Katze. Und ich habe beschlossen, jetzt mal zu schauen, weil man muss sich ja darauf vorbereiten und alles. Er nickt abschließend, scheinbar zufrieden mit der Erklärung. Ich verkneife mir ein Grinsen und sehe ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, was er mit einem Hör auf mich so anzuschauen Kopfschütteln quittiert. Genau, sagt Jeffrey und verdreht die Augen, scheinbar um zu zeigen, dass er nichts damit zu tun hat. Wir alle suchen Inspiration für eine Katze. Okay, Mann, können wir einfach? Jackson lacht leise, was mich ein wenig zum Lächeln bringt. Du weißt ja, wo es rausgeht. Jeffrey schnaubt und stößt ihm beim Rausgehen leicht mit der Schulter an, woraufhin Jackson amüsiert den Kopf schüttelt. Wir folgen ihm im Gänsemarsch durch eine Tür und treten draußen in einen feinen Nieselregen. Och nee, murmelt Mia und schüttelt unwillig den Kopf. Deine Katze, ja. Ich
grinse wild zu. Nein, warte, die zukünftige Katze deiner Mutter. Wie finden wir die denn? Alle Blicke wenden sich zu Karak und Jeffrey, vermutlich, weil sie die meiste Erfahrung haben. Jeffrey schaut mit seinen Schuhspitzen in den Kieseln, die den Hof bedecken. Ihr kennt doch bestimmt die Gedankensprache, oder? Sagt Karak mit gesenkter Stimme, was wir mit einem Nicken beantworten. Naja, ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf und schauen, wer uns antwortet. Zuckt mit den Schultern. Bessere Pläne gern gesehen. Aber keiner von uns hat einen besseren Plan, und so laufen wir durchs Tierheim. Karak und Jeffrey, Mia und Will jeweils zusammen und ich alleine. Wenn ich ehrlich bin, bin ich dankbar dafür. Karak hat uns erklärt, dass wir uns nicht verwandeln müssen, damit wir mit dem Wandler sprechen können. Derjenige ist vermutlich in Tiergestalt und hört uns so ohnehin. Außerdem klingen so nicht die ganzen Rufe der anderen durch unsere Köpfe. Die Hände in den Taschen vergraben, stapfe ich in Zwingern vorbei, bleibe immer wieder stehen und schaue in die vielen leeren Käfige, auf der Suche nach dem einen oder anderen Wandler, der sich hier zwischen den Tieren versteckt. Hallo, bist hier, wenn du ein Wandler, also wenn du mich hören kannst, dann antworte mal bitte, wiederhole ich Karaks Worte mehr oder weniger korrekt in meinem Kopf. Hoffen wir, dass es funktioniert und ich nicht nur gegen eine Wand rede, brumme ich. Plötzlich dringt eine laute Stimme durch meine Gedanken. Hallo? Ist da jemand? Wenn du mich hörst, bitte melden. Eine Sekunde denke ich, dass unsere Mission Erfolg hatte. Dann realisiere ich aber, dass das Wills Stimme ist und spüre, wie Panik in meine Glieder schießt. Wenn ich ihn hören kann, heißt es entweder, dass ich oder er verwandelt ist. Während ich panisch mein Spiegelbild in einer verstaubten Scheibe absuche, höre ich Jeffreys Stimme in meinem Kopf. Verdammt, hast du dich verwandelt? Karak mischt sich ein. Hör auf so rumzukreischen und hilf lieber. Will, Mia, wo seid ihr? Ich erinnere mich grob an die Richtung, in die Will und Mia vorhin gegangen sind und laufe los. Ich komme zu euch. Mia, was genau, wie schlimm ist es? Es ist gar nicht schlimm, beharrt Will. Ich habe das unter Kontrolle. Als ich sie sehe, muss ich losprusten. Wills mächtiges Geweih scheint sich unbemerkt teilverwandelt zu haben. Es kostet ihn sichtliche Anstrengung, den Kopf aufrecht zu halten. Wir sind bei den Nagetieren, rufe ich den anderen nach einem kurzen Blick auf die Gehege zu. Mia, die aus irgendeinem mir unersichtlichen Grund mit dem Gesicht zur Wand steht, murmelt, die hören dich nicht, du bist nicht teilverwandelt. Was zu implizieren scheint, dass sie hingegen es sehr wohl ist. Ich erhasche einen Blick auf ihr Gesicht und stöhne auf. Noch viel schöner als Hermine nach dem Vielsafttrank. Dennoch beschließe ich, dass Will Priorität hat. Ey, stell dir deine Menschengestalt vor. Vermutlich stärke ich sein Stresslevel nur, also versuche ich, mich ebenfalls zu beruhigen. Ey, du schaffst das. Hey, schau mich an. So willst du werden. Also nicht genauso, nur ohne. Ich mache mit dem Finger eine kreisende Bewegung über meinem Kopf und glaube aus dem Augenwinkel zu sehen, wie sich ein fluchender Karak mit Jeffrey im Schlepptau an Mias Teilverwandlung zu schaffen macht. Das Ding da auf deinem Kopf, das wollen wir weghaben. Will lacht auf. Ja, das merke ich, aber es geht nicht weg. Er wirkt wütend. Ey, du schaffst das. Ich lächle ihm zu. Denk einfach an deine Menschengestalt. Er kneift die Augen zusammen und scheint sich zu konzentrieren. Ich wünschte, ich könnte meinen Kopf teilen und dann zurückverwandeln, damit er als Echo-Effekt ebenfalls wieder vollständig Mensch werden würde. Aber ich muss ohnehin schon mit meiner Tiergestalt ringen, darum würde ich wohl eher alles nur verschlimmern. Ich sehe zu den anderen hinüber. Karak macht genau das. Er lässt sich Fell wachsen, dann wird er wieder menschlicher und Mia scheint es genauso zu machen. Das Fell verschwindet von ihrem Gesicht. Sie wirkt zerknirscht, ebenso wie Will, dessen Geweih langsam schrumpft, bis es verschwindet. Tut mir leid. Er starrt auf einen Punkt über uns. Vielleicht sind wir nicht so ganz qualifiziert für den Auftrag. Mia grinst ein wenig. Fürchte ich auch. Ach Quatsch. Karak schüttelt den Kopf. Was denkt ihr? Ist bei uns schon alles passiert? Er scheint etwas erzählen zu wollen, da tönt eine Stimme durch unsere Köpfe. Könnt ihr nicht endlich mal leise sein? Wir sehen uns wie elektrisiert an. Ja, wir haben es alle gehört. Alle Blicke richten sich auf Karak, der sie mit einem Wieso immer ich Blick quittiert, sich dann aber zu ergeben scheint. Er scheint irgendwas teilzuverwandeln, vermutlich sein Oberarm oder so, damit wir auch hören können, was er sagt. Nett. Hallo?
Jeffrey verdreht die Augen. Die Stimme klingt verärgert. Was an leise sein ist, so schwer zu verstehen. Karak stößt Jeffrey an, der zu verstehen scheint und sich im Kreis dreht. Was zur, will ich anfangen, doch Jeffrey erdolcht mich fast mit einem Blick und ich verstumme lieber. Ich nehme an, er versucht, den Typ zu lokalisieren, murmelt Will mir zu und ich nicke verständnisvoll. Macht Sinn. Dann stapft Jeffrey schweigend los, während Karak mit dem Typen diskutiert. Wir folgen ihm, bis er wortlos durch eine Tür mit der Aufschrift "Nur Personal" tritt und dahinter verschwindet. Laut klappernd fällt sie hinter ihm ins Schloss. Ratlos stehen wir davor herum. Ich denke nicht, dass Miss Clearwater wollen würde, dass wir... Will deutet auf die Tür. Mia zuckt mit den Schultern und drückt die Klinke herunter. Sie würde auch nicht wollen, dass wir ihn alleine gehen lassen oder den Wandler nicht mitnehmen. Sie folgt Jeffrey und Will folgt ihr, wenn auch leise vor sich hin fluchend. Ich sehe zu Karak und er zuckt mit den Schultern. Nach dir. Seufzend folge ich also den anderen und frage mich ernsthaft, warum die Tür nicht abgesperrt war. Hier drin sind jede Menge Terrarien mit scheinbar kranken Tieren und Neuzugängen, die noch aufgepäppelt werden müssen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um die anderen über die Terrarien hinweg zu suchen, stelle aber fluchend fest, dass ich zu klein bin, um drüber zu blicken. Also folge ich ihren Stimmen. Sie stehen leise diskutierend vor einem Käfig, in dem etwas ist, das auf den ersten Blick wie ein sehr dicker Hamster wirkt. Karak pfeift durch die Zähne. Präriehund. Nicht schlecht. Das Tier mustert ihn. Wer seid ihr? Er wirkt weniger misstrauisch und eher abgeneigt. Ich gehe neben dem Käfig in die Hocke. Süß. Ich grinse den Präriehund an. Sein Kopf fährt herum und mustert nun mich. Wer bist du denn? Liam. Seine Stimme klingt ein wenig freundlicher. Was genau wollt ihr von mir? Wenn ihr nämlich keinen besseren Plan habt, als vor dem Ding hier zu stehen und mich anzugaffen, könnt ihr euch bitte eine andere Beschäftigung suchen. Außer natürlich, du kommst an die Klappe daran. Ich sehe zu der mit einem Schieberegel verschlossenen Klappe am Käfig und dann zu den anderen. Das können wir nicht machen, oder ihn einfach rauslassen? Liam legt den kleinen Kopf schief und blickt mich böse an. Du weißt, dass ich dich hören kann, ja? Ich beiße mir auf die Lippe, erwidere aber nichts. Karak zuckt mit den Schultern. Vielleicht reicht Finden ja auch. Wir können ja jetzt Lissa Bescheid sagen. Jeffrey grinst ironisch. Sind wir schon beim Vornamen? Karak scheint sich rechtfertigen zu wollen, wird aber von Liam unterbrochen. Ihr lasst mich sofort hier raus. Das ist mir nicht würdig. Das Essen, diese ekelhaften Spritzen. Ich wüsste es wohl, wenn ich Würmer hätte, aber nein, das glauben sie mir hier ja nicht. Jeffrey mustert ihn überrascht. Verstehen Sie dich denn? Nein, natürlich nicht, aber das ist doch kein Grund. Ich verdrehe die Augen. Schnellvorstellung? Jeffrey sieht zu Karak und nickt. Mach halt. Okay, du bist ein Wanderer. Theoretisch kannst du also Mensch werden, ein bisschen Übung und so. Aber naja, willst du mitkommen? Der Präriehund blickt ihn so genervt und verständnislos an, dass ich mir auf die Lippe beißen muss, um nicht laut loszulachen. Denkst du, das weiß ich nicht? Aber ich wurde unglücklicherweise gefangen und du glaubst gar nicht, wie weh es tut, wenn du dich in dem Käfig drin verwandelst. Er schüttelt sich. Nee, nie wieder, nee. Ich ziehe erstaunt die Augenbrauen hoch. Dann hast du als Mensch gelebt? Gerade als er etwas erwidern zu wollen scheint, hören wir Schritte auf dem Hof vor dem Häuschen. Ich werfe den anderen einen Blick zu und als Will mir zunickt, öffne ich eilig die Klappe des Käfigs. Sofort springt Liam hinaus und wuselt unter den Tischen hindurch. Was war das denn für eine Scheißidee? Zischt Jeffrey uns zu. Die Klappe und sagt lieber, wo wir hin müssen, knurre ich gepresst und schnappe Liam vom Boden hoch, der sich lautstark beschwert und versucht, meine Arme zu zerkratzen. Hör auf damit oder ich drück dir die Luft weg, zische ich und er verstummt. Jeffrey deutet fahrig auf die Tür und murmelt irgendwas von rechts kann man über die Mauer oder so. Ich nicke, sehe zu Karak, Will und Mia und dann rennen wir aus der Tür hinaus, hinter das Haus und suchen die halb zerbröckelte Stelle der Mauer. Was ist mit Jeff? Keuche ich im Laufen. Karak zuckt mit den Schultern und wirkt nicht einmal angestrengt, was mein Selbstbewusstsein mit einem Tritt ins Grab befördert. Ja, der kommt schon klar. Vermutlich sagt er, dass wir keine Katze gefunden haben.
schlafen sie ein wenig. Ich sag doch gar nichts, hör auf, so zuzudrücken, knurrt eine Stimme aus meinen Armen und ich lockere erschrocken meinen Griff. Sorry, murmel ich zerknirscht. Bist du okay? Ich setze den Präriehund vorsichtig auf den Boden ab und er schüttelt sich. Eine Minute länger und ich wär's nicht mehr gewesen. Will blickt sich besorgt zum Tierheim um. Abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wo wir sind, merken die nicht, dass wir ihn mitgenommen haben? Karak schüttelt den Kopf. Jeffrey macht das schon. Im Leute beschwatzen ist er tatsächlich ganz gut. Er seufzt und kramt sein Handy heraus. Ich rufe Theo an, dass er uns abholt. Zur Not lassen wir ihn halt hier. Liam beschließt mitzukommen. So sitzen wir schließlich alle zusammen in Miss Clearwaters Büro. Bridger ist auch da. Sie stehen gemeinsam am Fenster und scheinen zu diskutieren, ob ein Schulverweis für diese vollends versagte Lernexpedition angemessen wäre. Naja, eigentlich haben wir alles gemacht, was uns aufgetragen wurde. Will wirkt ziemlich besorgt, ebenso wie Mia, die es nicht zu ertragen scheint, dass ihre erste Lernexpedition derartig seltsam verlaufen ist. Miss Clearwater und Bridger kommen zurück zu uns und reichen uns Zettel mit unserer Bewertung. Während Mia und Will sofort auf ihre schauen, frage ich mich, ob wohl jede Lernexpedition hier im Büro endet. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich das. Als ich dann doch auf unsere Bewertung schaue, muss ich mich sehr zurückhalten, nicht zu lachen. Wir haben in Geheimhaltung eine 5, in Zusammenarbeit eine 3, in Verwandlung ebenfalls eine 5, in Auftragserfüllung eine 3, in Problemlösung eine 5 und Gesamt eine 4. Ich hoffe echt, das fließt nicht zu sehr mit in die Gesamtnote des Schuljahres ein.